Hi, ich wollte euch heute mal zeigen, wie man ganz einfach Nudeln kochen kann. Habt ihr das auch mal, dass die Nudeln manchmal überhaupt keinen Geschmack haben oder sogar wässrig schmecken? Einige Zuschauer haben sich gewünscht, dass ich doch mal ein Basic-Video zum Thema Nudeln kochen machen sollte, weil sie genau dieses Problem haben. Deswegen möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ich Nudeln koche und vielleicht erhaltet ihr ja auch noch den einen oder anderen Tipp. Nudeln haben sicherlich schon viele von euch gekocht. Einfach Wasser mit Salz kochen, Nudeln rein kochen lassen, abgießen und fertig. Die meisten sind jedoch viel zu zaghaft, was das Salzen angeht. Und da wird sicherlich auch das Problem liegen. Ohne Salz schmecken Nudeln leider nicht. Und wusstet ihr, dass es eine einfache Faustregel für Nudeln kochen gibt? Die lautet 10, 100 und 1000. Auf 100 Gramm Nudeln kommen 10 Gramm Salz und 1000 Milliliter Wasser. 1000 Milliliter sind übrigens 1 Liter und 100 Gramm Nudeln entsprechen in etwa einer Portion, auch wenn ich gerne mal 150 Gramm nehme. Wenn man diese Regel etwas im Kopf behält, dann ist das sicherlich schon mal ganz hilfreich, aber jedes Mal grammgenau auswiegen, darauf haben wir sicherlich auch keine Lust. Deswegen mache ich das eigentlich immer so. Ich gebe einfach die Menge Wasser in den Topf, die da rein muss, lasse das Wasser aufkochen und gebe dann Salz hinzu. Aber keine Prise. Da in diesem Topf garantiert so 4-5 Liter Wasser drin sind, kann ich also auch 40-50 Gramm Salz hinzufügen, also so in etwa 8-10 Teelöffel. Da mir das Löffelzählen aber meistens viel zu lange dauert, gebe ich einfach mal eine ganze Handvoll Salz in den Topf. Und dann mache ich etwas, was glaube ich nur wenige tun. Ich probiere das Wasser und teste einfach, ob es salzig genug ist. Denn Nudelwasser muss einfach salzig schmecken. Da darf noch Salz rein. Wenn ihr wissen wollt, wie die optimale Menge Nudelwasser schmeckt, gebt doch mal 10 Gramm Salz zu einem Liter Wasser, rührt einmal um und probiert das Ganze mal. Das Salzwasser könnt ihr dann anschließend auch direkt als Nudelwasser verwenden. Habt ihr die optimale Menge Salz im kochenden Wasser, dann könnt ihr die Nudeln hineingeben und ohne Deckel kochen lassen. In der Regel sind die Nudeln schon vor der Garempfehlung auf der Verpackung fertig, also solltet ihr auf jeden Fall hin und wieder mal probieren. Solltet ihr gerade eine frische Soße zu den Nudeln zubereiten, könnt ihr ein bisschen vom Nudelwasser gut dazu verwenden, die Soße geschmeidiger zu machen. Ansonsten gießt die Nudeln einfach in einem Sieb ab. Ich persönlich brause die Nudeln noch mal kurz über. Wer die Nudeln nicht sofort weiterverwenden möchte, braust die Nudeln so lange ab, bis sie kalt sind, da sie sonst weitergaren. Ansonsten verwendet ihr sie einfach nach Belieben weiter. Ich gebe sie dann gerne zusammen mit einem Klecks Butter zurück in den Topf und esse sie dann auch mal so, mit einer leckeren Soße oder auch einfach mal nur mit Ketchup. So, das war's mal wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ihr fandet das Video wieder hilfreich. Wenn ja, dann schaut euch auch meine weiteren Videos an oder helft einfach mit, diesen Kanal bekannter zu machen. Teilt den Kanal oder teilt die Videos mit euren Freunden und Bekannten. Und wenn ihr gerade noch etwas Zeit habt, schreibt mir doch mal in den Kommentaren. Fragen, Wünsche oder Anregungen sind immer willkommen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Die perfekten Nudeln.